Hallo Leute und willkommen zurück zu Sebikraft Tech. Ja, wir wollen heute Fabrik bauen, ne? Und um Fabrik zu bauen, hätte ich gerne ein bisschen Concrete. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, welches Concrete ich möchte. Ich mag Deleted ja total von Immersive Engineering. Aber irgendwie... Oh. Jetzt ist erstmal meine Musik im Hintergrund verschwunden. Aber irgendwie, ich glaube... Ja, da muss man Bleiplatten für herstellen. Das ist natürlich übel. Das ist übel. Ich glaube, wir fangen erstmal mit den normalen Immersive Engineering oder fange ich sogar mit Railcraft an. Ich meine, wir haben mehr als genug Nether Quartz. Wie sieht es denn mit Gravel? Haben wir jetzt auch genug? Okay. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal das Concrete-Zeug. So. Ein bisschen Concrete. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht wegschmeißen. Das hier sollte weg. Und das. Und ist mein Rucksack noch voll? Gucken wir mal. Ja. So. Jetzt kann er den erstmal entleeren. Boah, wir haben wieder Kohle, das ist cool. So. Okay. Usage. Erstmal ein bisschen. Kann ich das chiseln, das Zeug? Nee, leider nicht. Schade. Okay, dann fangen wir erstmal an. Ich möchte erstmal ein Grundlayout schaffen, wie ich mir die Fabrik so vorgestellt habe, wo wir denn unsere gesamten Sachen drin lagern wollen. Ich meine, so die Form, die Grundform hatten wir ja schon festgelegt, beziehungsweise die Grundblöcke. Wie gesagt, wir können mal kurz das Concrete hier nach unten nehmen. Nur, dass ich euch mal zeigen kann, wie es nachher aussieht. Oh Gott, ich muss was essen. Vielleicht schlachte ich mir gleich noch ein Schwein oder so. So, also... Ich mag die Concrete-Blöcke, weil die halt relativ einfach sind und gute Wände ergeben, ne? So. Kurz mal futtern. Müssten die drei Brote genau reichen. Perfekt. Okay, so. Also wir reißen das hier erstmal wieder raus. So, dann haben wir das hier alles fertig. Das und das auch. Müssen wir mit irgendwas auffüllen? Ich habe natürlich nichts mehr, aber egal. So. Okay, also ich hätte die gerne hier vorne angrenzend. Das heißt, ich fange auf jeden Fall hier mit einem Außenpillar an. Gehe hier rüber. Und beende das, glaube ich, hier. Nein. Was machst du denn hier? So. Oh, jetzt habe ich hier die falschen genommen. Mal gucken, ist es die richtige Höhe? Ja, sieht gut aus. Ich wollte die 5-Dot-Dinger nehmen. So, das ist jetzt der Außenbereich, genau. So, dann brauchen wir Concrete. Quasi, um die Wände hier zu machen. Also es ist jetzt nur eine Übersicht, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will nur einfach mal gucken, wie... Ja, passt, perfekt, okay. Also quasi die ein Stück außerhalb stehend. So, dann nehmen wir das hier weiter. Vielleicht sollte ich mir echt einen Builderswand bauen, ne? Das wäre jetzt gar keine so schlechte Idee. Ich weiß nur nicht, ob wir hier den günstigen Builderswand bauen können oder ob wir hier Tatsache loslegen müssen dann. So. Grundsätzlich soll dann quasi in die Ecke hier das nächste Gestänge. Hier rüber gehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie weit ich hier rüber muss. Weil ein Stück ist hier frei hängend. Das würde ich aber auch ganz gerne so lassen. Und es quasi unten abstützen. Da habe ich nämlich voll Bock drauf, dass es so ein bisschen mal ein bisschen anders ist. Ne? So, gucken wir mal. Wie weit wir mit unserem Concrete kommen.
Ist übrigens auch ein bisschen blast-resistant, das Zeug. Das finde ich ganz witzig. So. Zumindest, dass wir erstmal das grundlegende Layout fertig haben. Oh. Das war's. Schniff. Okay, ich muss eins nach außen. Und dann hier quasi hin. So. Ist der Eckpunkt, dann sieht man das schon mal. Das haut auch hin, oder? Ja. Nein! So. So ist besser. Schöne Schneefläche. So, okay. Dann brauchen wir also mehr Concrete. Gut, jetzt müssen wir uns ein Design an sich ausdenken. Also ich werde den Boden auf jeden Fall noch rausrubbeln. Das wird nochmal ein gutes Stück Arbeit jetzt, aber egal. Wie gesagt, es werden ein paar Baufolgen. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich es abgrenzen möchte. Also das Gebäude an sich muss ja jetzt nicht zwingend voll diese Größe haben. Es ist echt nicht so einfach. Ich würde es schon ganz gern unterteilen, aber auf der anderen Seite ist eine Fabrik halt einfach grundsätzlich schon mal rechteckig, ne? Ich mag das ja eigentlich nicht, wenn die Sachen so übelst rechteckig sind, weil wenn man keine vernünftige Tiefe irgendwie in den Gebäuden drin hat, dann sieht das immer blöd aus. So. Oh, das war natürlich gut. So viel Bauzeug. Aber gut, es ist ja für einen guten Zweck, ne? So, ich würde mich gerne den einen Teil dann nur dafür machen, dass wir so quasi unsere gesamte Maschinerie da einbauen, also die Autocrafting-Methodiken etc. und ein reines Lager erstellen, wo dann sowohl Barrel-Kram als auch alles andere rein soll. Okay. So. Lass uns mal angucken, wie wir den Boden hier gestalten. Also wie ich die Stützen vorne mache, weiß ich schon. Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Dann gibt es natürlich trotzdem noch diverse Fragen, die hier offen bleiben. Wie hoch war, wenn wir es bauen? Was sollen da für Einleger rein? Also ich hätte gern noch die Pipes, die habe ich jetzt bis jetzt noch nicht drin. Aber da können wir, glaube ich, auch die Pipes aufs Immersive Engineering nehmen, einfach als Designelemente und die mit einbauen. Das wäre auch noch eine Maßnahme. Jetzt müssen wir gleich erstmal nach Hause. Ich glaube, ich sollte mir einen Schlafsack machen oder so. Gibt es hier ein Sleeping Bag? Nee, natürlich nicht. So, dann gehen wir erstmal kurz nach Hause, entladen den Rucksack schnell. Trifft sich ja ganz gut, holen uns was Neues zu futtern. Gut wäre auch, wenn man hier hochkommen würde. Moment, wir machen erstmal hier den Boden so. Muss gleich noch Rocket League aufnehmen. So, kurz mal. Also. Chuck. So, ein Bettchen. Boah, ein Schlafsack wäre echt eine gute Maßnahme. Okay. Wie sieht's denn mit Brot aus?
Nein! So, einmal Brot durchrösten. Das ist echt das Coolste daran jetzt. An den schnellen Öfen. Der kann echt einen halben Stack problemfrei mit einer Tiny Coal machen, ne? So, okay. Und wieder rüber. Ach nee, Concrete wollen wir noch mehr machen. Wir brauchen eh eine Menge, also von daher ist es egal, wie viel wir gerade machen. Boah, das ganze Eisen, ne? Ich überlege, dass ich hier stackweise Eisen verballer, einfach mal so. Und problemfrei vor allem. Das ist schon krass. So. Ich glaube, wir werden dann irgendwie am Eingang noch ein Tor irgendeiner Art machen. Mal gucken. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz darüber im Klaren, was wir da machen wollen. Ich weiß, da liegt jetzt ein Haufen Zeug rum. Ist mir aber egal. Schon wieder 6 Level nur durch Kohle hier. So, so, so. So und so. Okay. Boden, check. Ich brauche einen Magnet, ganz dringend. Aber ganz dringend. Okay, so. Gut, den Boden der Fabrik. Also die Gitter werden auf jeden Fall einen Hauptteil davon darstellen. Ich würde sagen, die Gitter machen wir immer in Dreierriegen. Ich hoffe, dass die Größe hin hat. Ich habe jetzt nicht abgemessen, ne? Das war quasi... So mit den Gittern am Boden arbeiten. Boah, das wird... ist ein kleines, großes Bauprojekt. Wenn es jetzt nicht passt, dann mache ich das Gebäude noch größer. Deshalb lege ich erstmal nur einen Layer aus. Und es fehlt uns genau eine Reihe. Verdammt. Jetzt ist die Frage, baue ich das noch ein Stück weiter in den Berg rein? Oder wir machen in der Mitte einen breiteren. Wenn ich das jetzt so mache, hier den abreiße. Nein, nicht doch. Ah, stimmt, ich habe vergessen, der kann es nicht unterscheiden, die Blöcke. Verdammt, das wird noch lustig. So, dann kommst du hier weg. 1, 2, 3, 1, 2, so. Jetzt haben wir 2, dann machen wir den dritten noch. Dann haben wir hier 3 und da 3. Und in der Mitte den Walkway. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Da kann man quasi dann komplett durch die Fabrik durchlaufen. Die Frage ist gerade... Können wir diese goldenen hierfür benutzen? Die verbinden sich ja, ne? Ja, im Grunde spricht da nichts dagegen für den Laufweg. So, und die Teile hier für den Rand. Schwein, geh weg. Es hat auf mich gehört. Wow. Und tschüss. So. Okay, dann machen wir den Hauptweg mal noch fertig. Oh, das waren die falschen. Die hier. So. Der soll quasi einmal durch die Fabrik durchführen und dann auch mehrere... Also ich möchte mehrere
Unterbrechungen zwischendurch haben. Ich weiß nur nicht, wie groß ich es haben will. Darum würde ich eigentlich ganz gerne, bevor ich in der Mitte irgendwas baue, also irgendwie Tore oder ähnliches, erstmal gucken, wie viel Platz wir für den Speicher insgesamt brauchen. Okay, so, das heißt, jetzt ist nur die Frage, wie wir die hier unterbrechen. Ob wir die auch mit denen unterbrechen? Obwohl, nee, ich finde, für den Rand reicht das aus. Das ist ein bisschen die Frage. Nehmen wir die Pipes sind doof dafür, die Ventilatoren auch. Die Gears und Flywheels, ich weiß nicht, ob die geschützt genug sind in der Mitte. Also, ob man das einem abnimmt, dass man hier drauf laufen kann oder nicht. Lass uns mal gerade was angucken. Sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Ja, wir werden viele Factory-Blöcke hier brauchen. So. Und wie immer ist natürlich euer Gedanke dazu gefragt, ne? Also nicht einfach hinnehmen, sondern machen. Also mit bewerten. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das sieht scheiße aus, dann können wir es auch wieder rausreißen. Aber ich würde halt gern, also es soll einen futuristischen Look haben auf jeden Fall. Ich finde den gar nicht so schlecht. So, jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3. Chuck. 1, 2, 3. Oh. Ja, das war gut. So, Nummer 1. Okay. Also ich finde das allgemein schon extrem cool, ne? Und wenn man jetzt hier die Maschinen dann drauf platzieren und so. Also hier vorne sollte die Lagerfläche hier rein und dann irgendwann ab da hinten dann die ganze Automatisierungskiste. Also alles, was quasi automatisch laufen soll. Mal kurz die Kohle hier mitnehmen. Ja, doch, finde ich gut. So, hier vorne muss auf jeden Fall dann ein Tor rein. Und die Walkways draußen, weiß ich noch nicht so ganz, wie wir die gestalten. Aber das Tor soll auf jeden Fall relativ groß werden. Dafür nehmen wir jetzt auch die normalen Factory-Blöcke außen. Okay. Dann gucken wir uns erstmal das hier an. Von vorne. Ich bin auch noch am Überlegen, wie hoch wir die machen. Ich würde sagen, ist jetzt quasi eine Dreierhöhe. 4, 5, 6, 7. 7 klingt erstmal ganz gut. Nur mal zum Gucken, wie es aussieht. Es wird jetzt sehr groß und sehr experimentell. Also von daher kann es sein, dass wir das ein oder andere öfter mal abreißen müssen. Aber die Farbpalette passt, glaube ich, ganz gut. Gefällt mir. So. Quasi die Stützen. Ich bin am Überlegen, ob wir unten auch noch eine Reihe lang ziehen. Einfach um das Ganze ein bisschen sinnvoller darzustellen. Das ist ja, ich meine, das ist ein riesiges Gebäude. Das muss ja irgendwo von gehalten werden. Und was gibt es da Besseres als Metall? Dann haben wir quasi hier ein Frame. So, jetzt könnt ihr euch. Oh. Wie gesagt, es soll nicht überall Concrete hin, aber so generell erstmal. Geh weg. Geh weg. Ich will halt auch Fenster und so drin haben, ne? Aber ich weiß noch nicht, ob ich die nur oben mache oder ob ich die auch weiter unten mache. Auf jeden Fall finde ich das erstmal vom Grunddesign her ganz nett. Ich weiß noch nicht, ob ich hier vorne eventuell sogar große Fenster reinbaue oder ähnliches. Und dann müsste man halt eigentlich auch gucken mit Chisel und Bits, dass man eventuell so Schrägen noch mit reinzieht. Oder wir nehmen dafür Tatsache dann die hier. Oh, das war gut.
um es quasi zu stützen. Ah, gefällt mir noch nicht so ganz. Ich hätte es lieber, dass die hier weg sind. Und wir dann mit Chisel und Bits quasi eine Schräge draus machen, insgesamt eine Schräge. Aber da könnt ihr auch mal euch zu äußern. Ich glaube, das sieht dann ganz cool aus. Ja gut, der Grundstein ist gelegt, Leute. Ich sag ja, ein paar Baufolgen wären es. Da können wir leider nichts dran drehen. Es ist ein sehr großes Projekt und es wird übrigens auch über Dauer mit das Refined Storage dann mit Applied Logistics ersetzt. Aber da kommen wir dann halt später zu. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Material. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ich habe noch ein paar gute Ideen und ihr dürft euch natürlich gerne äußern. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.